Reini, deine Videos sind so kommerziell und es ist so gemein, weil du immer billige Eigenwerbung machst und wir wollen ja was von dir lernen. Wir wollen ja eigentlich was von dir lernen, lieber Reini. Und nicht immer dieses Ausrüstungszeug, deine Messer und Rucksäcke und so. Wir wollen was lernen zum Überleben in der Natur. Und deswegen machen wir eine kleine Pflanzenwanderung. Und wenn du jetzt sagst, verdammt, ich schalte sofort aus, dann tu das. Aber wenn du jetzt zu denen gehörst, die sich immer beschweren und sagen, ich möchte was lernen, dann bleib aber wirklich jetzt, bis zum Ende dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, diese Frage kommt immer wieder und deswegen machen wir jetzt ein Video. Ich weiß jetzt schon, dass das auf YouTube voll abkacken wird, ist mir aber egal. Das mache ich jetzt für die, die was lernen wollen, die was wissen wollen. Pass auf. Survival-Notnahrung ist ja immer wieder so ein Thema und ich glaube, dass ich mich da auch ganz gut auskenne. Und wir machen jetzt dann eine kleine Pflanzenwanderung hier auf Val d'Olabate und schauen uns an, was es denn so an Nahrungsmitteln gibt. Und eine Sache ist jetzt ganz klar. Wir befinden uns jetzt im April, kurz vor Ostern, und also in der Karwoche. Und das hier ist die Hungerzeit. Das jetzt hier ist die absolute Hungerzeit. Was bedeutet das? Weißt du? Pflanzen sind voll cool und auch die lieben Tiere, die hier rumlaufen. Ich sitze hier vor einem Hochstand und da gibt es halt Jagd. Und da könnte man jetzt warten, bis ein Rothirsch vorbeikommt oder eine Gams oder ein Reh oder eine Maus oder ein Fuchs. Wobei, ein Fuchs, wer will ein Fuchs essen? Naja, schneller Themawechsel. Aber jetzt ist momentan nicht so die Zeit, wo man aus den Vollen schöpfen kann. Warum? Pflanzen sind super, geben uns Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, die uns gesund halten. Das ist alles großartig, aber wenig Kalorien. Und jetzt aktuell, ich meine, schau dir die Wiese an. Voll schön, gell? Ja, voll schön. Ja, da wächst noch nichts. Und selbst wenn hier etwas wachsen würde, das Gras schon höher wäre oder auch die Kräuter schon ausgestreut wären, nahrungstechnisch sind die nur bedingt einsetzbar. Und die Sachen, die wirklich Kalorien haben, die sich wirklich auszahlen, die sind momentan irgendwie dünn gesät, nämlich, was ist das? Es sind Nüsse, Samen, die sind erst im Herbst reif. Und es sind Wurzeln. Und da haben wir jetzt das Problem, Wurzeln, viele der Wurzeln, die man essen könnte, sind entweder angefressen von irgendwelchen Viechern, weil die schon letztes Jahr ausgelaufen sind und daher verholzt sind und keinen Sinn mehr haben. Ist einfach so. Dann gibt es welche, die wachsen da draußen. Die wachsen da draußen. Problem dabei ist aber, dass die jetzt zum Beispiel im zweiten Jahr sind. Das ist letztes Jahr im Herbst der Samen runtergefallen. Und der liegt da irgendwo und der keimt jetzt dann und wird dann als Keimling immer größer und wächst dann und fängt dann nochmal ein bisschen Sonnenanbeten an. Das heißt Zucker produzieren, Photosynthese, bildet dann eine Wurzel und die könnte man essen. Aber auch erst im Herbst. Und dann gibt es natürlich, und das wäre jetzt so ein kleines Geheimnis. Übrigens, ohne billige Eigenwerbung kommst du mal aus dem Video sowieso nicht weg. Es gibt eigene Ausbildungen bei mir, nämlich Kräuterpädagogik-Ausbildungen, damit du das, was ich hier jetzt mache, auch mit anderen Menschen tun kannst und deine eigenen Kräuterkurse geben kannst. Oder wenn du Survival-Ausbildung machen willst, entweder für dich oder für andere, weil du Kurse geben willst, gebe ich da auch unten den Link. Da gibt es einen Survival-Coach bei uns und es gibt eine eigene Survival-Nahrungsausbildung. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Das Geheimnis, das ich jetzt lüfte. Es gibt zweijährige Pflanzen. Oh, das ist alles so kompliziert. Nein, das ist ziemlich einfach. Eine große Klette zum Beispiel. Und bei der großen Klette ist es so, im ersten Jahr, also letztes Jahr, 2021, ich sitze jetzt 2022 hier, haben die genau das gemacht, was ich gerade beschrieben habe. Photosynthese. Und jetzt heuer ist so eine Wurzel da. Und dieses Wurzel, das du da jetzt hast, dieses Rhizom oder wie auch immer es botanisch heißt, hat jetzt nur mehr einen Auftrag. Und zwar zu wachsen, 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 damit Samen entstehen, damit es reproduzieren kann. Denn nach dem zweiten Jahr ist aus. Das Problem ist jetzt, find die Teile. Und genau das ist das Problem. Ich meine, schau rein in die Wiese. Ich meine, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber find die jetzt. Und genau das ist die Kunst. Genau das ist die Kunst, zu verstehen, wie diese Pflanze funktioniert. Im Endeffekt ist es relativ einfach. Und zwar, wenn du das Gelände kennst, wenn du das Gebiet kennst, in dem du unterwegs bist, dann wirst du eine Idee haben. Dann wirst du ganz sicher eine Idee haben, weil du sagst, große Klette ist zum Beispiel. Da wächst immer die große Klette, die ist immer hier, hier an genau dieser Stelle, südseitig vielleicht ausgerichtet, ein bisschen windstiller, lockerer Boden, wo sie sich schön reinfressen kann, nicht zu steinig, vielleicht auch, möchte ich gleich dazu sagen, ein bisschen mehr Nährstoffe, jetzt nicht so im Blumenbeet, wobei da geht das auch gut, da wächst die Klette auch großartig. Klette wird zum Beispiel in Korea
eingesetzt, um dieses, heißt das Kimchi oder so, irgendwie diese Teile da zu machen. Das heißt, wir machen Speiseklette. Was wir als wilde Klette nutzen, ist bei denen eine Speiseklette und machen Kimchi, glaube ich, heißt das. Wurscht. Auf jeden Fall, wenn du weißt, wenn du verstehst, wo die Pflanzen wachsen, ist es gut. Wenn du aber sagst, Notnahrung, ich bin irgendwo in Mitteleuropa eingesperrt und muss mich jetzt 30 Tage lang durchkämpfen, dann würde ich ganz einfach sagen, geh ins Tal runter zum Bach und geh den Bach entlang, bis du zum Haus kommst, klopfst dort an und sagst, ich brauche Hilfe. Aber wenn du das nicht willst, aus welchem Grund auch immer, ja, dann brauchst du ein anderes Gefühl. Entweder verstehst du diese Pflanzen und hast dann eine Idee, wo die wachsen, und das meine ich jetzt nicht esoterisch überhaupt, nur weil ich bin kein Esoteriker. Aber du kriegst, wenn du das öfter tust, wenn du das immer und immer wieder tust, wenn du das wirklich in dein Leben integrierst, einen siebten Sinn, wo diese Pflanzen wachsen. Also ich kann dir sagen, ich habe ihn und ich bin niemand Besonderer, wirklich nicht. Und ich habe so viele andere Leute, die ich kenne oder die auch Ausbildungen entweder bei mir oder woanders gemacht haben, die auch diesen siebten Sinn haben, weil sie durch die Beobachtung der Natur und die Verbindung zu dieser Natur, wie gesagt, nichts Esoterisches, einfach wissen, du riechst das, du spürst das, wo dieses Zeug wächst. Und dann kannst du es ja auch finden. Und dann gibt es noch einen dritten Trick. Was wäre, wenn, aber da muss man Glück haben, eine abgestorbene alte Klette irgendwo steht. So eine Pflanzenleiche, und du gehst dort vorbei und denkst da, hey, das ist eine tote Klette. Könnte es dann sein, dass rund um diese tote Klette genau diese kleinen Pflanzenteile, von denen ich gerade da jetzt gesprochen habe, zu finden sind? Könnte es sein, dass diese Wurzel, dieses Rhizom genau dort unten ist, weil ja da der Samen hinuntergefallen ist letztes Jahr und der jetzt hier, ich glaube, du hast mich verstanden. Das heißt, wenn du Pflanzenleichen bestimmen kannst, hast du auch einen ganz großen Vorteil, weil du dann auch in dieser Hungerzeit, in der wir uns da jetzt befinden, die richtigen Pflanzen raussuchen kannst. So, ist doch cool, oder? Und bevor wir jetzt die Wanderung hier machen, noch zwei Punkte. Eins, das ist echt Arbeit. Also, sich aus der Natur zu ernähren, nur aus der Natur, aus natürlich wild gewachsenen Teilen, Pflanzen und Tieren, das ist ein Fulltime-Job, also eine Vollzeitstelle, 40 Stunden. Ich weiß, es gibt dann immer wieder, ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die zu meinen Kursen kommen, die sagen, naja, aber die nordamerikanischen Indianer, bei denen war es so, die konnten 2 oder 3 Stunden arbeiten, die haben sich nur gebückt und haben irgendwelche Kastanien oder irgendwas aufgehoben, und in anderer Zeit haben sie Musik gemacht und so, sind zusammengesessen und haben ein bisschen geplauscht und haben es gut gehabt. Und das mag alles sein, ich bin kein nordamerikanischer Indianer, ich bin auch kein Ethnologe oder wie das heißt, oder brr, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht, aber eins ist klar. Wenn mir jemand sagt, na, die haben nur die Nüsse aufgehoben. Ja, also eins sage ich da auch, im Herbst brauche ich hier auch nur deppert die Nüsse aufhängen. Da brauche ich kein nordamerikanischer Indianer sein. Also echt jetzt, das ist nichts gegen die Indianer dort, überhaupt nicht, ja, gegen die Natives dort. Aber im Herbst ist das echt keine Kunst. Ja? Da brauchst du nur ein bisschen was wissen und kannst platt bleiben, so wie ich. Aber jetzt, hier jetzt im Frühling, jetzt hier jetzt im Frühling, da wette ich, meine Nase und sowieso und überhaupt. Das ist auch bei den nordamerikanischen Indianern kein oh, wir gehen raus und heben ein paar Nüsse auf. Geht. Nordamerika ist groß. Es gibt dort unterschiedliche Klimazonen. Es gibt unterschiedlichste Stämme. Es sind ja nicht die Indianer, sondern es ist ja ein Gemisch aus unterschiedlichen Völkern. That's it. Okay? Nur so als Idee. That's it. Also. Du kommst an Wissen nicht drumherum. Das ist ein Fulltime-Job. Und das bedeutet auch, und da komme ich jetzt zu Punkt 2, wenn manche Leute glauben, Krise, Zombie-Apokalypse, alles geht unter, ich habe meinen Notvorrat hier, habe vielleicht auch im Wald was eingraben und dann ernähre ich mich aus dem Wald. Wenn ich das höre, aus dem Wald, dann weiß ich, okay, also du brauchst dringend eine Ausbildung mit René Hausmann. Denn der Wald ist super, ich mag den gern, aber der ist tote Zone. Ja, im Herbst nicht, mag schon sein, aber jetzt ist das tote Zone, da ist nichts. Ich meine, willst du die Rinde fressen? Ja, ich meine, kannst du auch tun. Kannst das Cambium fressen, heißt ja auch immer, ja, Cambium, da kann man Spaghetti draus machen. Wenn du ein Biber bist, ein Survival-Biber oder ein Bushcraft-Biber, billige Eigenwerbung, gibt es natürlich die Messer bei mir im Shop, aber dann vielleicht. Aber sonst, dein Verdauungssystem ist nicht dafür gemacht und gedacht und angepasst, um Cambium, der Zucker, der da drin ist,
umzuwandeln in... Das ist, da kann ich, das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich könnte hergehen und diese Rinde hier verarbeiten und das Holz hier verarbeiten, es irgendwie vermischen und essen und sagen, yeah! Naja, das ist genau dasselbe, das geht einfach durch. Oder ich kann das bisschen Gras, ich kann das Gras hier essen und sagen, aber ich bin keine Kuh. Ich meine, ich schaue vielleicht so aus wie ein Rindviech, aber ich bin keins. Zumindest nicht im Verdauungstrakt. Also das spielt's nicht. Wenn es so einfach wäre, dann wäre es sehr einfach. Nein, das geht nicht. Das waren jetzt so ein paar Ideen. Das Thema ist extrem komplex. Und da gibt es noch viele andere Geheimnisse der Survival-Nahrung aus den wilden Pflanzen und aus der wilden Natur, aus Tieren zum Beispiel. Aber die mag ich jetzt nicht verraten. Da musst du halt den Kurs buchen. Ich bin so ein kommerzielles, böses Kind. Wurscht. Schauen wir uns trotzdem einmal um, oder? Dann gehen wir da gleich einmal. Und da sind gleich zwei Dinge, die mir absolut auffallen, über die wir reden müssen. Erstens, wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Wanderung mache, schau, Schlüsselblume! Gut. Aber die Heilpflanze, ja super. Die hat Seifenstoffe, das heißt, diese Seifenstoffe kannst du zum Beispiel in einem Tee aufnehmen, wirkt in der Lunge schleimlösend, super wunderbar, harntreibend, alles wunderbar. Das kann die Schlüsselblume, aber Kalorien hat das Teil nicht. Echt nicht. Abgesehen davon, dass sie geschützt ist. Du kannst dann Tee machen, ist klar, wie gesagt, geschützt. Aber das ist eine Heilpflanze, das ist keine Nahrungspflanze. Man, sicher kannst du das essen, aber was bringt's? Jetzt könnte man auch unten, weil Blüten und Blätter kalorientechnisch sowieso ja, irrelevant sind. Besser als nichts, aber iss einmal ein paar Kilo Blätter am Tag und dann reden wir weiter. Da nach unten ist die Wurzel. Ich werde die nicht ausgraben, diese wunderbare Pflanze. Die könnte man vielleicht verwenden, ist aber ziemlich grausig und bringt auch relativ wenig, aber sei es drum. Aber was schon viel interessanter ist, ist dieses braune Ding da. Dieses braune Ding da nennt man Erde. Entschuldigung. Ja, ich muss immer ein bisschen deppert reden. Und diese Erde hier, ich würde die jetzt nicht essen, das ist nicht der Punkt, aber das ist weich. Das heißt, irgendein Maulwurf oder irgendwelche Wühlmäuse haben das. Und das ist meistens, wenn Schnee gelegen ist, siehst du, und der Schnee weggegangen ist, und das war übrigens auch so, dass wir Schnee hatten vor kurzem noch, und der ging jetzt weg. Und dann kann ich da runtergraben. Ich werde es nicht tun, aber machst du mal, hä? Geh raus und grab da runter und schau, was du da drunten findest. Was ich damit nämlich meine ist, es sind nicht nur die Pflanzen, die man als Nahrung nutzen könnte, sondern, und da ist ja doch einiges da, diese wunderbare Erde hier. Ja, man könnte hergehen und könnte schauen, ob man das eine oder andere Würmchen hier finden kann. Übrigens, da sind auch die dazugehörigen Mauslöcher, schau. Mauslöcher, sehr schön. Ja, so schaut's aus. Wurmfressen, ja. Noch einmal zum Wurmfressen sozusagen. Ich habe einmal ein Buch gelesen von einer Wildnispädagogin und sehr schönes Buch, ich glaube Wildniswagen heißt das. Und ich habe bis zur Mitte des Buchs gelesen und die hat sehr viele nette Geschichten auch erzählt und das ist wunderbar, ich finde das schön. Aber einen Ausdruck, da habe ich nicht mit können und zwar, wir sind halt so Wildnispädagogik und ich will da jetzt gar nicht irgendwie stänkern oder so, überhaupt nicht, das ist nicht meine Motivation, echt nicht. Die Aussage, ja, wir sind halt keine Würmerfresser wie die Survivalisten, sondern wir ertragen sozusagen den Hunger, wir ertragen den Hunger und warten, bis was Besseres kommt. Und das mag auch sein und ich will da auch niemandem zu nahe treten und ist alles gut, alles cool. Der Punkt dabei ist, weil ich zum Würmerfressen noch einmal komme, wenn du wirklich, also wenn du nicht nur eine Woche oder ein Wochenende draußen bist und einen Kurs machst, was auch großartig ist, super, und du weißt, ich komme eh am Samstag oder Sonntag am Abend wieder nach Hause und dort kann ich dann den hier wieder füttern, dann ist ja gut. Aber wenn du nicht nach Hause kommst, wenn du nicht weißt, wann du nach Hause kommst oder wenn dein Zuhause hier ist, dann ist auch Wurmfressen besser als nichts. Jetzt weiß ich natürlich, dass native Völker die nicht unbedingt Würmer fressen müssen. Ja, nicht immer. Nicht immer. Und wenn zum Beispiel Inuit, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, die natürlich am Pol leben und es dort ganz andere Bedingungen hat, aber wenn Inuit, wenn alte Leute in der alten Zeit oder Babys in den Schneetod getrieben wurden und erfroren sind, damit die Sippe durchkommt, damit die Gruppe durchkommt, weil sie nicht genug zu fressen hatten, ich glaube, dass die auch Würmer gefressen hätten. Also einfach nur so als Idee. Und was ich damit sagen will, ist,
Wurmfressen ist natürlich nicht des Wurmfressens wegen, aber umso mehr du kannst, umso mehr du weißt, umso mehr du verstehst, was es hier heraußen gibt. Jedes einzelne kleine Puzzleteil, jedes kleine Mosaiksteinchen, das du nutzen kannst, weil du es weißt, verstanden hast und kannst, ist eine Kernkompetenz des Menschen. Und das macht das ganze Bild aus. Es ist nicht, ich halte mir das zusammen und suche auf was Besseres, sondern jedes dieser kleinen Teilchen ist es wert zu wissen. Und Punkt 2 dazu, ach, das ist so ein philosophisches Video, es tut mir so leid. Ist ein Wurm irgendwie minderwertiger als ein Reh? Na, ich frage nur, weil es mich einfach so interessiert. Ist ein Wurm als Lebewesen, jetzt nicht wirtschaftlich gesehen und nicht emotional gesehen, aber ist ein Wurm als Lebewesen mehr wert als ich? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber damit kann ich nicht. Und das ist nämlich der Punkt. Wenn du Survival-Notnahrung und dieses Thema aufnehmen willst, dann ist jedes kleine Puzzleteilchen, das du verstehst, weißt und anwenden kannst, ein Teil, damit das Bild passt. Ja, und wo es natürlich auch was zu essen gibt, gibt es auch was nicht zu essen. Das hier ist zum Beispiel ein Hahnenfußgewächs. Ja? Hier vollkommen egal. Das sieht man anhand der Blattstruktur und auch die Blüten. In den Hahnenfußgewächsen gibt es zwei unterschiedliche Blütenstrukturen. Entweder radiäre Blüten oder eben diese Zygomorphen. Und wenn du sagst, Rani, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst, dann nimm es einfach hin und sag Zygomorph und radiär. Nein, wurscht. Auf jeden Fall, das wäre unangenehm. Das wäre wirklich unangenehm, das zu essen. Und da wachsen jetzt am Waldrand doch einige davon. Ja, die wachsen da der Reihe nach. Und da könnte man sagen, ja, dann esse ich das halt. Naja, wenn du deine Niere reizen willst und ein bisschen Speiben und ein bisschen Kackerei haben willst, dann nur zu. Also, man muss auch leider wissen, was man nicht essen soll. Bei meiner Ausbildungsgruppe kam die Frage, Reini, Flechten und Moos essen. Und ich bin kein Botaniker oder Wissenschaftler, aber ich weiß nichts drüber und ich habe nichts gefunden, habe doch einiges recherchiert. Wenn du etwas weißt, dass man Moos essen kann, und kommen wir jetzt nicht mit Islandmoos, also Flechten, die man trinkt oder lutscht oder isst oder aufnimmt, zu Heilzwecken, sondern ich rede Nahrung, Essen, Kalorien, Blatt werden so, reine Rossmann-dick werden. Wenn du da was weißt, dann schreibt man das, aber nein. Da kommt dann immer wieder das Argument, und das verstehe ich auch, naja, Tiere fressen das ja auch, ne? Die fressen auch Elche zum Beispiel, der frisst da jetzt diese Flechten. Ich habe die übrigens nicht irgendwo runterkratzt, sondern die sind von oben runtergefallen. Wir hatten nämlich jetzt sehr starken Wind und da ist auch immer, wenn du starken Wind hattest, dann geh herum, dann fallen dann auf einmal Dinge runter, die du vorher nicht gesehen hast, aber sei es drum. Auf jeden Fall, ja, Elch, na gut, weil es der Elch kann, heißt das noch lange nicht, dass ich es kann. Etwas, was für mich ungiftig ist, kann für ein anderes Lebewesen giftig sein und vice versa. Ne? Also genau ist der Punkt. Nein, also Flechten eher nicht so. Man kann sich vielleicht die Haare damit kämmen, das geht ganz gut. Bei mir macht es wenig Sinn. Aber eher nicht. Ja, ich habe jetzt beim Herumgehen auch noch das hier gefunden, nämlich einen Zapfen. Und da sind in dem Zapfen hier unten drinnen, unter diesen Schuppen, ja, da sind eigentlich Samen drin. Ne? Diese Samen, die fallen dann runter, das ist ein Fichtenzapfen, der trocknet aus, macht auf und dann fallen hier, ja, hier in diesem Bereich, fallen dann die Samen raus. Und das Unangenehme ist, dass das jetzt alles schon verfault ist und dass das schon erledigt ist. Also die sind schon rausgefallen, ist auch zu spät dazu. Wenn ich zu einer anderen Jahreszeit unterwegs bin, dann kann ich die noch raussammeln. Also ich kann dann hergehen und jede Schuppe einzeln, wenn ich das will, ja, jede Schuppe hier einzeln abziehen und nach unten reinschauen. Und dann ist normalerweise hier drunter dieser Samen, das ist ein kleiner Samen und dann so ein kleines Blättchen dazu, damit das runterrodieren kann. Also das wäre schön. Das spielt es jetzt momentan hier zumindest bei dem nicht. Jetzt ist es so, ich kann mich erinnern, das ist auch eine kleine Geschichte, ja, da ist wie gesagt leider nichts mehr drinnen. Ich war mit meinem ersten Sohn, der war als Baby sehr oft krank und ich war im Frühjahr, da hat er immer Atemwegsinfekte im Krankenhaus, ja, da musste er Sauerstoff kriegen und so weiter. Und da habe ich halt jede freie Minute genutzt, dann mit ihm rauszugehen in die Sonne. Und ich weiß nicht, was März oder April ist, so war es jetzt um die Zeit.
Und wir sind unter einem Kiefernbaum gesessen, also unter einer Föhre. Und die Sonne hat hier gescheint und er hat geschlafen im Kinderwagen und hatte auch so ein Teil um, also so ein Pulsoximeter, um halt die Sauerstoffsättigung zu messen. Und auf jeden Fall, es war relativ ruhig, meine Autos sind vorbeigefahren, aber St. Pölten Krankenhaus, und so und ein Knacksen. Und ich habe mir gedacht, was ist das, was knackst hier? Ich meine, habe ich einen Tinnitus oder was? Und erst dann bin ich drauf gekommen, dass sich diese Schuppen, dieser Bockerl, ja, dieser Kiefernzapfen, nennen wir die jetzt so, aufmachen. Und dann sind die Samenstände rausgefallen. Und natürlich, das kann funktionieren. Aber bei dem hier, das ist ausgelutscht. Und wenn du da jetzt hergehst und diese Zapfen sammelst und danach suchst, dann wirst du am Lagerfeuer zum Beispiel, also so stelle ich mir das jetzt vor, ja, dann genau das hier tun. Die ein bisschen austrocknen, dadurch öffnen sich dann leicht diese Schuppen und dann wirst du reinschauen, ob du da etwas findest. Das geht. Aber natürlich ist auch das eine sehr langweilige Arbeit. Oder, naja, wenn man eh nichts zu tun hat, besser als nichts. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Und diese Samen, die haben auch wirklich Kalorien. Also das zahlt sich aus, denn ich habe so eine Dreierregel. Und zwar, das ist nie hundertprozentig richtig, aber es soll dir ein Gefühl geben. Wenn ich 100 Gramm Blätter habe, ich habe 100 Gramm Blätter, dann geben mir 100 Gramm Blätter im Durchschnitt 3 Kalorien. Das ist ein Kilo 30 Kalorien. Da würde ich ganz schön abnehmen. Und ist einmal ein Kilo Blätter, aber unabhängig davon. Wurzeln haben im Schnitt 30 Kalorien. Manche haben mehr, manche weniger. Also daher, 100 Gramm Wurzeln, 30 Kalorien. Ist doch cool, oder? Ja, das ist ja viel besser. Das ist ein Faktor 10. Und dann gibt es noch einen Faktor. Und zwar, du könntest hergehen und sagen, ich will Samen, Nüsse. Und da haben 100 Gramm ungefähr 300 Kalorien. Ich weiß, dass manche 500 haben, aber auch wieder so ein Gefühl, so Dreierregel. 100 Gramm Nüsse haben 300 Kalorien. Das heißt, wenn ich ein Kilo habe, wenn ich ein Kilo Nüsse essen würde, hätte ich 3000 Kalorien. Also das ist etwas, was sich auszahlt. Das hier ist halt aber auch Arbeit. Daher, wenn ich Walnüsse habe, wenn ich Esskastanien habe, wenn ich, ja, amerikanische Schwarznuss, ja, die muss man halt einmal aufkriegen. Aber wenn ich andere wirkliche Nussarten habe, wie Haselnuss zum Beispiel, dann bin ich der Kaiser. Dann kann ich nämlich schön arbeiten und dann macht das auch Spaß. Das hier ist wirklich mühsame Arbeit. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, dass der Spruch jetzt bei dir auch eine gewisse Klarheit hat, oder? Also jetzt weißt du, was mühsam ernährt sich das Eichhörnchen bedeutet. Das war jetzt das Video. Wenn dich das Thema interessiert und wenn du mehr von mir lernen willst und meine Sichtweisen und das war jetzt nur Augenblinzeln, ja, was wir in diesem Kurs machen und was du lernen kannst, dann ja, komm einfach zu meiner Ausbildung dazu, zur Survival-Nahrungsausbildung, gebe da unten den Link. Und einen letzten Gedanken noch und dann bin ich fertig, versprochen. Wenn immer wieder auf native Völker zurückgezogen wird, und ich meine jetzt nicht unbedingt die Inuit, weil das ist wieder ein ganz anderes Beispiel, aber sehr viele haben auch eine Art von Ackerbau gemacht. Ne? Also jetzt, es gibt hundertprozentige Nomaden, die wirklich nur Nomaden sind, aber sonst ist immer so ein bisschen was anbauen irgendwie cool. So eine Mischform. Und dazu, ich mache billige Eigenwerbung. Und zwar immer. Auch heute. Und eines unserer Bücher. Ich glaube, dass das aktuell, wo ich dieses Video mache, zeitgemäßer denn je ist. Selbstversorger Pflanzenbibel. Dann der Aussaatkalender für den Selbstversorger. Krisenselbstversorgergarten. Und wie man einen Krisenselbstversorgergarten anlegt. Und das plantechnisch. Nämlich damit man Kalorien über das ganze Jahr über ernten kann. Es gibt nämlich zwei Strategien. Entweder eine Fire-and-Forget-Lösung. Oder man muss sich ein bisschen mehr anstrengen, aber alles hat so seine Vor- und Nachteile. Dann kann ich dir natürlich billigste Eigenwerbung unsere Bücher empfehlen. Wenn du Fragen hast, stell sie sehr, sehr gerne. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Und dieses Video widme ich wirklich allen, die sagen, Reini, du machst immer nur billige Eigenwerbung. Es ist so Kommerz. Du gibst nie, du lernst uns nichts mehr. Für die ist dieses Video gedacht. Ha! Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mir gerne einen Kommentar und auch deine Fragen, wenn du bei mir dabei sein willst und auch in direkten Zoom-Calls mit mir Sachen diskutieren willst und deine Fragen stellen willst, dann ist eine Ausbildung bei mir einfach das Richtige. Ob Kräuterpädagogik, wenn es so lieb und nett sein soll und so. Ein bisschen Heilpflanzen. Oder wenn du das harte Survival, naja, vielleicht nicht harte Survival, aber Überleben in der Natur lernen willst, dann Survival-Coach-Ausbildung zum Beispiel oder die Survival-Nahrungsausbildung. Schau dir das ganz einfach an. Dein Reini Rossmann und ciao, ciao.